Ja, ich glaube, wir sind sehr zufrieden mit den Bedingungen. Ich glaube, wir freuen uns alle riesig, dass es morgen endlich losgeht. Ja, ich glaube, es sind Top-Bedingungen. Wir hoffen auf einige Zuschauer und dann kann es losgehen. Ja, für uns ist, wir werden das auf der einen Seite genießen und auf der anderen Seite motiviert uns das nochmal wirklich 5% mehr reinzuhauen in jede Aktion. Weil wenn ich mir vorstelle, dass hier morgen ja über 10.000 Leute tatsächlich da sind, dann ist das immer ein besonderer Moment. Durchaus ein Moment, wo man sich sein ganzes Leben daran zurückerinnern darf. Und für genau diese Momente arbeiten wir. Ja, ich glaube, es hat einen hohen Stellenwert auch für uns, weil wir einfach die große Bühne uns auch verdient haben über die letzten Jahre. Generell im Frauenfußball verdient es einfach, in großen Stadien zu spielen. Und umso schöner, dass es jetzt auch geklappt hat, dass wir hier in der Volkswagen Arena spielen können. Ja, es ist, wenn man vor heimischem Publikum wirklich dann auch in der Volkswagen Arena hier mal spielen darf, dann ist das und bleibt das für immer was Besonderes. Und wir freuen uns da extrem drauf, sind froh, dass wir wirklich auch die Möglichkeit dazu bekommen haben und tun alles dafür, das schnellstmöglich ja, vielleicht wiederholen zu lassen. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wenn man dann doch vielleicht gegen Ende dann ein bisschen die Körner ausgehen und dann, wenn man die Fans im Rücken hat, was gibt's Geileres? Und ja, ich glaube, da freuen wir uns riesig drauf, dann einfach nochmal den letzten Push von den Fans mitzubekommen. Punkt 1, dass alles möglich ist und dass ganz, ganz viel Potenzial auch in unserem eigenen Spiel noch schlummert, was wir verbessern können, um dementsprechend morgen dafür zu sorgen, dass wir die nächste Runde erreichen. Ja, wir wollen vor allem Lösungen im Ballbesitz finden, um etwas mehr Ruhe in unser Spiel reinzubekommen und dementsprechend auch mehr in unsere Qualitäten zu kommen, wie vielleicht im Hinspiel. Wobei auch unsere defensive Arbeit definitiv eine Qualität war, die wir an dem Tag wirklich an den Tag gelegt haben. Und auf dem Niveau wird es defensive wie offensive wirklich rund gehen und sind wir bereit dafür. Ja, wir brauchen auf jeden Fall mehr Ballbesitz als im Hinspiel noch. Da hatte Arsenal zu viel den Ball und wir mussten zu viel hinterherlaufen. Das wollen wir morgen ändern, dass wir den Zuschauern noch was bieten können und dann einfach nochmal alles raushauen und dann hoffentlich morgen eine Runde weiterkommen. Ja, ich glaube, es wird eben einfach ein K.O.-Spiel und da kann alles passieren und Arsenal wird natürlich auch alles reinschmeißen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall unsere beste Leistung auf den Platz bringen und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, wir können nahezu über alle Spieler wirklich verfügen, was ein riesen Vorteil ist natürlich generell in der Periode gerade. Allein Pia Volta steht uns nicht zur Verfügung. Ich glaube, dass jeder so ein bisschen was merkt, aber am Spieltag selbst merkt man dann nichts mehr. Das hatten wir auch schon letzte Woche gegen Frankfurt, wo dann am Spieltag eigentlich alles gut war und man da auch mit 4-0 in die Halbzeit geht. Deswegen glaube ich, dass wir bestens vorbereitet sind für morgen und ja, wir sind fit. Wir regenerieren wirklich sehr, sehr gut. Ich muss da die medizinische Abteilung loben, aber auch die Mädels individuell, die sehr viel Zeit investieren, um einfach schnellstmöglich wieder zu regenerieren und wieder bestmöglich auf dem Platz zu stehen. Und das ist gerade ein Schlüssel, ich glaube, der uns wirklich auch durch diese Spieltage trägt. Sagen wir mal so, wenn ich dazu beitragen kann, dass wir ein Tor schießen, dann freue ich mich natürlich darüber. Wenn aber Obi ein Tor schießt oder jeder andere ein Tor schießt, dann freue ich mich genauso darüber. Das heißt, der Sieg steht über allem und dann wollen wir alle zusammen das erreichen.